Sie haben sich für das richtige Spiel entschieden, liebe Zuschauer. Und damit hallo von den Kommentatorenplätzen. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie live vor Ort. Auch von mir hallo. Es kann losgehen. Da die Einblendung. So will der Gastgeber heute starten. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2, und das ist recht offensiv ausgestaltet, ne? Ja, das stimmt, Wolf. Zwei Stürmer ganz vorne, dazu die Mittelfeldspieler, die angehalten sind, weit aufzurücken. Das ist natürlich auch, ja, ist ein Risiko. Und jetzt geht's los. Super Pass. Da ist die Flanke. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Und da haben wir nochmal das klasse Kopfballtor. Toll vorbereitet, und dann stimmt auch das Timing beim Kopfball. Absolut sehenswert. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er nimmt ihm den Ball ab. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Und damit sind sie am Ball. Kein guter Pass, weg ist der Ball. Er versucht's. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Und da ist der Ball wieder weg. Da gewinnt er den Zweikampf. Schöner Pass. Den spielt er steil. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne eine Wiederholung nochmal anschauen. Schöne Aktion. Und jetzt die Chance. Das war knapp. Und jetzt der Rückpass. Sie haben Platz. Der Torwart Faust. Jetzt schießt er. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Da kommt der Schuss. Den hält er völlig ohne Probleme.
Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Sie kommen über den Flügel. Abseits. Ist wohl einen Tick zu früh gestartet. Da kommt der Pass auf außen. Hereingabe jetzt. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter. War gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Aktuell viel Druck. Die Fans feuern sie an. Vielleicht machen sie ja was aus dieser Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Sauber vom Ball getrennt hier. Den Ball hat er gut geholt. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Ärgerlich, Ballverlust. Klasse Pass. Ja, warum denn nicht? Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Schmitz. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Schöne Aktion. Schuss! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Die Gefahr erst. 45 Minuten sind rum, es steht 2-0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er macht hier bislang ein gutes Spiel, hat ja schon sein Tor gemacht. Sie liegen vorne. So kann es aus seiner Sicht natürlich weitergehen. Und jetzt. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt sind sie am Ball. Auf außen ist jetzt Platz. Hereingabe kommt lang. Und Tor! Ein sehr gut herausgespielter Angriff. Und dann ist da Platz für die Flanke. Und so entsteht das Tor. Ein super Tor, Buschi. Und so musst du den Ball erstmal erwischen. Hier nochmal dieser Treffer. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen.
Stark gemacht, das könnte was werden. Da ist die Flanke. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Der Wolfsberger AC wechselt aus, ein neuer Mann kommt rein in die Partie. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Da kommt die Hereingabe. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Das Tor hat er richtig gut gemacht. Sieht man hier auch noch mal in der Wiederholung. Da kann er richtig Druck hinter den Ball bringen. Klasse Kopfball. Und der Ball geht rein. Ich würde sagen, ohne Abwehrchance für den Torwart. Den Ball hat er super mit dem Kopf getroffen. Das kann er. Da springt er auch genau im richtigen Moment hoch und trifft den Ball voll. Exzellentes Timing. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Da zieht er ab, da passt er auf und hat den Ball. Sie kommen jetzt über außen. Da kommt die Flanke. Wie macht er den denn rein? Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Was für ein Instinkt und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf, vielleicht geht ja noch mehr. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sie haben Platz. Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Aus der Entfernung. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Der Wolfsberger AC wechselt aus. Ein neuer Mann kommt rein in die Partie. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Wird's jetzt gefährlich? Ballverlust. Ja, warum denn nicht? Man muss auch mal aus der Distanz was versuchen. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ein wenig ist die Luft raus. Schöner Pass. Den setzt er daneben. Ja, das hat er vorhin besser gemacht. Er hat ja schon getroffen. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasse-Leistung von ihm heute. Regulär sind es noch 7 Minuten.
Und da gibt er Freistoß. Die kurze Variante jetzt. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Der war zwar recht lange unterwegs, der Ball, aber den musst du trotzdem erstmal halten. Super Parade. Der Schlussmann war hochkonzentriert und auf dem Posten. Jetzt die Ecke. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Und damit sind sie am Ball. Da ist die Flanke. Kann den Ball nicht verwerten. Schade. Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Wird das seine Torchance? Schussversuch. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. Super Pass!